Vor diesem mächtigen Lagerfeuer, wo hier gebraten und gehäutet wird, begrüße ich euch zu dieser neuen Runde von Skyrim. Und ja, wir hatten hier gerade hier die ganzen lustigen Leute abgeschnetzelt. Die Banditen, beziehungsweise diesen... Nein, das ist ein komischer Wächter. Von dem wir mal schön die Sachen klauen. Liegt der hier noch irgendwo? Ah, hier, der Alain Dufon. Hat uns ihr ein schönes Geschenk bereitet. Also, diese Muiri hat es. Huch. Kannst aber trotzdem lesen. Komisch. Das ist sehr komisch. Auf jeden Fall, diese Muiri hat uns das Schwarze Sakrament durchgeführt und wir sollten jetzt diesen Elftrag durchführen. Aber ich denke, bevor wir jetzt die optionale Quest machen, von da kamen wir, ne? Man kann hier aber auch rein. Gucken wir gleich mal. Auf jeden Fall, bevor wir die optionale Quest machen und diesen komischen warte mal kurz, ich kann ja mal kurz gucken, wie der heißt. Schmetterschild, genau, Nilsine oder Nilsin, keine Ahnung. Nilsin, Schmetterschild, sollten wir auch noch töten. Oder Nilsine. Aber bevor wir das machen, guckt jemand zu. Epic, Karrenwurf. Juhu! Also das ist schon, weiß ich auch nicht. Das ist einfach nur genial, sowas. Was kann man denn hier machen, Schönes? Ach. Er ist ja super. Wir hätten uns also auch hier hochschleichen können. Einfach mal abschnetzeln können. Aber nochmal geht das nicht. Ah, hier ist noch einer. Feuer! Toll! Aber jetzt will ich erstmal... Hier runterspringen will ich, glaube ich, nicht, oder? Ah. Okay, geklappt. Wir wollen mal versuchen, durchzukommen. Adeptenschlüssel, das Schloss meine ich. Das kriegen wir hin, oder? Hm, wir haben noch genug Dietriche. Na, nein. Das ist natürlich... Fangen wir mal ganz rechts an. Nein, nein. Oder doch, das... Ah, doch, das klappte. Schön. Schön, schön, schön. Hier ist noch ein Karren. Juhu. Sehr schön. Ich schleich mal lieber. Ich glaube, jetzt direkt raus. Na komm, mach mal Us. Mach mal Us hier. Ah! Oh, wir brennen. Na, auf jeden Fall nicht lange genug. Ist das nicht eigentlich ein Druckschalter? Das so... Ah ja, der ist tot. Stimmt. Wollte schon sagen, wie schläft der denn? Viele Dampf-Animunkuli bleiben lange aktiv, was die Erforschung von Zwergenruinen zu einem gefährlichen Unterfangen macht. Also diese Typen, die man da sieht, sind selbst nach der Zeit der Zwerge, die schon lange vorbei ist, irgendwie noch da am Arbeiten und forschen immer noch weiter. Ach ja, wir sollten nach Windhelm jetzt, ne? Und diese Windhelm. Da würde ich jetzt eigentlich nicht gerne so einen Typen töten. Weil wir sind da ja so ein bisschen Freund. Also wir wollen ja, sind ja Sturmmäntel und wollen schon ein bisschen dabei bleiben. Wir wollen uns jetzt nicht so einen krassen Ruf damit machen, den da alle Leute abzumetzeln. Ich hoffe, das kriegen wir hin, ohne wirklich entdeckt zu werden. Und ich muss mir echt mal angewöhnen, auf die Uhr zu gucken. Warte, einen Moment bitte. Okay. Okay, okay. Wer bist du? Nils. Nils, ich will nicht mit dir reden. So. Wo ist Schmetterschild? Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Was? Braucht ihr etwas? Muiri schickt mich. Sie ist ziemlich unglücklich. Hört ihr das? Das sind die Schreie eurer Schwestern in der Leere. Muiri? Ich kann nicht glauben, dass meine Familie dieser hinterhältigen kleinen Hure vertraut hat. Sagt ihr, für uns ist sie tot. Habt ihr gehört? Tot! Für mich bist du tot. Also, jetzt noch nicht, aber... Kommt noch. Genau, geh mal weg hier. Das finde ich mal eine gute Idee. Ihr nicht nur gebrauchte Ware, ihr kauft sie auch. Ja, das stimmt. An- und Verkauf verschiedenster Waren. Ich will jetzt nicht aufdringlich sein, aber geh ein bisschen schneller.
Ich will nur kurz gucken, was sie alles bei sich hat. Clan Schmetterschild. Wir können auch natürlich auch nachts in deren Haus reingehen. So, wir versuchen mal hier den... Habe ich gespeichert? Nein, ne? Ja, komm, wir sind einfach mal hier richtig... Das ist richtig... Wir sind richtige Draufgänger, sind wir. Wollen wir den auch noch klauen? Jawohl, geschafft. Jetzt könnten wir rein theoretisch auch bis nachts warten. Und den folgen, dieser Schmetterschild. Ich muss aber dafür wissen, wo das... Ich heiße Nils. Ich bin der Koch, oben im Haus Kerzenschein. Ja, schön, aber warum bist du hier im Holzhacken? So, du Dame, rennst mir ein bisschen zu schnell, ja, viel zu schnell bist du mir. Deswegen... Es ist immer halt, traurig, bleib zurück. Och, was ist denn hier passiert? Schon wieder ein Mädchen tot. Das ist Susanna aus Haus Kerzenschein. Oh. Ich hab mir erst vor ein paar Tagen ein Getränk serviert, aber gekannt habe ich sie eigentlich nicht. Sieht ja nicht sehr gesund aus. Noch eine? Ist das schon mal vorgekommen? Susanna ist die dritte. Es ist immer dasselbe. Krass. Junges Mädchen, nachts ermordet, Körper zerstückelt. So sieht das auch aus. Werden die Morde denn untersucht? Durch den Krieg haben wir sowieso schon zu wenig Personal. Niemand kann Zeit dafür erübrigen. Nicht schön, aber so ist es nun mal. Boah, die Pennerin da hinten soll echt mal die Fresse halten. Sonst kriegt die gleich mal ein paar Münzen von mir ins Gesicht gedrückt. Braucht ihr etwas Hilfe? Wenn ihr helfen wollt, fragt ein paar der Gaffer, ob sie etwas Brauchbares gesehen haben. Ich werde die Leiche untersuchen, bevor sich die Ratten darüber hermachen. So, diese Pennerin, was willst du hier? Sag mal. Hast du. Ich hätte dir irgendwas richtig Cooles. Nee. Aber die hat Gold. Warum fragt die nach Gold? Du hast Gold, Mädel. Oh Gott. Also, wir haben jetzt ein neues Quest irgendwie angenommen. Ich muss mal kurz gucken. Blut auf dem Eis. Befrage die Zeugen. Machen wir. Oder sollen wir es gleich machen? Nee, wir machen erstmal weiter unsere dunklen Bruderschaftsaufgaben. Und inzwischen ist uns die Synesine da auch abgehauen. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mitgezogen hat. Wollen wir mal gucken, wo dieses... Ach, die ist hier noch. Ist hier das... Hä? Jetzt bin ich wieder hier auf dem Markt. Das weiße Fläschchen. Nein, hier kommt man nicht rein. Ich würde gerne wissen, wo das Clan-Schmetterschildhaus ist. Nein, da waren wir schon mal drin. Irgendwann mal, glaube ich sogar. Hier runter gehe ich mal. Ich habe wirklich Mitleid mit dem Schmetterschild-Clan. Familienangehörige ermordet, der Kriegshammer der Familie gestohlen. Das alles ist wirklich nicht fair. Ja, es ist wirklich nicht. Da wollen wir doch gleich mal noch ein Familienmitglied töten. Ich würde aber gerne wissen, wo das Haus von denen ist. Nein, Nils, sprich mich bitte nicht an. So ein bisschen prunkvolles Gebäude sein, oder nicht? Wir gucken einfach mal rum hier. Haus Kerzenschein. Der Koch Nils. Diese Pennerin da hinten trägt mich auf. Die kriegt gleich aufs Maul. Ja, das sieht, oder? Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Haus von denen. Gucken mal rein so ein bisschen. Wir gucken uns ein bisschen um hier. Wir müssen uns hier irgendwie vertraut machen. Der Schlechter könnte hinter jeder Ecke lauern. Ich bin der Schlechter, gütige Frau. Ich bin der Schlechter. Atheron Residenz. Nee, Neugnesis Club. So ein Pokémon-Karten-Club bestimmt. Grauer Bezirk ist eine Beleidigung. Ja, finde ich auch. Ich rede bald mit Ulfric. Kann aber nicht versprechen, dass es mir gelingen wird, ihn umzustimmen. Zu viele Nebenquests. Nein. Das ist... Achso, das ist das Tor nach draußen. Hab ich nicht gesehen. Okay, kann man malen mit so einem großen Tor. Ich habe mich hier gerade ein bisschen verlaufen, muss ich sagen. Das ist Haus der Kuriositäten. Psst. Hey, ich weiß, wer ihr seid. Lang lebe Cities. Huch. Die Kaiserlichen glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Dabei bin ich das personifizierte Gegenbeispiel. Schön, dass uns jemand erkannt hat von der Bruderschaft. Finde ich mal ein nettes Feature eigentlich. Das ist doch von dem Aretino-Jungen. Sollen wir mal gucken? Ich würde gerne mal gucken, was da los ist. Ob der da noch ist, der Aretino-Junge, oder der jetzt wirklich in diesem Waisenheim
So, hallo? Bist du noch da? Ah, du bist noch da. Ich werde bald wieder ins Waisenhaus gehen. Aber erstmal gebe ich denen eine Weile, um, ihr wisst schon, die Sauerei wegzumachen. Tut mir leid, aber ich habe keine Sauerei veranstaltet, mein Freund. Das ging alles ganz flott. Und niemand hat's gesehen. Nur ein Haufen kleiner Kinder. Ich würde das gerne lautlos veranstalten, und zwar nachts. Freie Wintershaus, da waren wir schon mal. Haus der... Oh, bin ich denn schon wieder gelandet hier? War hier doch schon. Iranies Haus. Hier ist nichts mehr. Iranies Haus. Hier ist wahrscheinlich auch ein Iranies Haus. Ja, das ist, gehört dazu. Vielleicht ist der Clan Schmetterschild hier außerhalb von Windhelm. Ich gucke mir mal auf die Karte, ob ich da irgendwas entdeckt habe. Ne, habe ich gar nicht. Festung Kastorf? Ne. Komisch. Ja, okay, dann lässt sie das wohl nicht anders bewerkstelligen. Nils, du, ich mag dich nicht. Geh bitte weg. Guck nicht so doof, Nils. Guck bitte nicht so. Ihr seid so gut wie tot. Was ist los? Wieso hat die das denn ausgehalten? Okay, wir sind jetzt gesuchte Leute in Windhelm. Das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut, sowas. Deswegen rennen wir jetzt mal ganz schnell, aber ganz flott hier raus. Obwohl da draußen wahrscheinlich auch Wachen sein werden. Jetzt ist natürlich ein sofort ein Safe-Punkt gesetzt. Also wenn wir sterben, dann sterben wir genau hier. Genau hier. Finde ich nicht gut. Nein, lasst mich in Ruhe. Ich will euch mit euch reden. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Eigentlich schon, ja. 1040. Pff, nö. Ja, würde ich sterben. Als, ja. Nein, ja. Du willst mich tot sehen. Ich sehe schon. Ich bin schon weg. Keine Sorge. Muss dich nicht lange mit mir abgeben. Ich bin ja schon weg. Ah, schießen sogar mit Pfeilen auf mich. Finde ich ja gar nicht nett, du. Kann ich jetzt eigentlich mit dem Kutscher fahren? So, da ist ein Kutscher, aber... Die sind doch ganz ruhig eigentlich. Soll ich euch mitnehmen? Nee, es klappt nicht. Scheiße. Also muss ich die wohl erstmal abhängen. Ja, ich bin nicht mehr entdeckt. Hm. Komisch. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Auftrag durchgeführt. Das ist jetzt scheiße, weil wir in Windhelm jetzt gesuchte Leute sind, oder? Oder wie, oder was? Ich will das eigentlich nicht. Sprich mit Muiri, dann gehen wir nach Markart eben. Schleich dich an, dann stehle etwas aus den Taschen deines Opfers, indem du sie aktivierst. Sich deren Inhalt anzusehen ist kein Problem. Sich daraus zu bedienen ist jedoch ein Verbrechen. Und sie zu töten, ist auch ein Verbrechen. Soweit ich weiß. Hat man ja gerade gesehen. Himmelrand, Säbelzahntiger sind riesige, gefährliche Raubkatzen, die oft vom Weg abkommende Reisende irgendwas abschnetzeln. Das haben wir auch schon am eigenen Leib gespürt. So, wo wollen wir denn jetzt mal hin? Zu Muiri, Muiri, Muiri. Die ist da oben. Da. Hexenheilerei. Was ist denn hier los? Ich habe ein Level erreicht, habe ich ja auch noch gemerkt, ne? Könnte man ja auch mal investieren. Machen wir mal eben. So, wir gehen mal auf die Gesundheit. Damit wir ein bisschen tanky werden. So, 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 so. Schleichen, haben wir das schon gemacht? Nein, warte. Ne, haben wir noch nicht gemacht. Machen wir jetzt. Mir nicht sehr seriös irgendwie. Hallo Muiri. Nun, was gibt es Neues? Ist er lang? Er ist Geschichte, ganz genau. Ich danke euch. Dieser Dreckskerl hat genau das bekommen, was er verdient hat. Und ich habe das von Nilsine gehört. Ihr habt euren Teil des Handels mehr als erfüllt. Bitte nehmt dies. Als Lohn und als Zeichen meiner Zuneigung. Wer kommt jetzt wenig? Ich werde euch nie vergessen. Will ich hoffen.
Muiris Ring. 600 Gold. Das ist was. Das ist schon nicht schlecht. Muiris Ring. Er wird auch bei der Bekleidung angelegt. Warum mache ich das denn nicht? Ich muss mir echt mal verkaufen hier. Muiris Ring. Die Wirksamkeit gebrauchter Tränke wird um 15% gesteigert. Interessiert einen nicht. Mich nicht. Die Hexenheilerei ist euer verschwiegener Ansprechpart. Ich habe Zaubertränke für Krankheiten. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Mädel, jetzt red doch nicht so viel. Ich will doch nur was verkaufen. Ja, den Eisgasbann bräuch ich. Das nehme ich. Das bräuch ich auch noch. Das nicht und das auch nicht. Ja. Den Wein kannst du haben. Kannst du eigentlich alles haben. Bräuch ich nicht. Kannst du alles haben. Gute Frau, kannst du alles haben. Benutze ich doch eh nicht. Hier, nimm. Will ich nicht. Ich glaube, wir werden uns der... das war... viel. So, die gute Frau hat doch fast kein Geld mehr. Bis zum letzten... Gold. So, jetzt hat die auch nichts mehr. Nun sagt mir, ob ihr ein Heilmittel benötigt. Nee, ich brauch nichts. Danke, aber ich brauche nichts. Wollen wir mal den Auftrag bei der Astrid abgeben? Müssen wir doch hier unten hin, ne? Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Jawohl. Ein Assassin der dunklen Bruderschaft übt die Kunst des Tötens und muss bereit sein, für sein Verbrechen einzustehen. Mit Gold, einer Gefängnisstrafe oder mit mehr Blut vergießen. In unserem Fall mit mehr Blut vergießen. Lass mich rein. Still, mein Bruder. Immer diese Ladebildschirme, diese gehen langsam einem langsam auch auf den Sack. Da muss man durch anscheinend. Wenn es nicht allzu lange dauern würde. Na komm. So. Hallo, Astrid. Ah, ihr seid zurück? Wie ist es euch mit eurem ersten echten Auftrag ergangen? Das wollte ich dir gerade erzählen. Es war um einiges aufregender als das, was Nasir euch bisher angeboten hat. Ich habe getan, was getan werden musste. Mehr nicht. Ich lebe, um zu dienen. Heil sieht es. Heil sieht es. Wunderbar. Ganz ausgezeichnet. Er passt wirklich hervorragend zu uns. Nun brauche ich aber eure Hilfe in einer eher persönlichen Angelegenheit. Stimmt das nicht, gute Frau? Es ist Cicero. Seit seiner Ankunft war sein Verhalten irrational, wäre eine Untertreibung. Ich glaube, er ist wirklich verrückt. Aber es kommt noch schlimmer. Er hat Gefallen daran gefunden, sich in der Kammer der Mutter der Nacht einzuschließen und dort zu reden mit irgendjemandem. In gedämpftem, aber hektischem Ton. Nett. Mit wem redet er? Was hecken Sie aus? Ich fürchte Verrat. Astrid, ihr seid ein wenig paranoid. Bei Sidious, wir müssen sie aufhalten mit der Kraft des Volkes. Ihr versteht also meine Befürchtungen? Wenn Cicero etwas plant und mit einem von uns konspiriert, wäre das katastrophal. Und was soll ich dann tun? Lieber Bruder, ihr müsst euch in diese Kammer stehlen und ihr Treffen belauschen. Es wird nicht ausreichen, euch in den Schatten zu verbergen. Sie werden euch mit Sicherheit bemerken. Nein, ihr benötigt ein Versteck. Einen Ort, an dem niemand jemals nachsehen würde. Zum Beispiel im Sarg der Mutter der Nacht. Aber das wirkt so respektlos. Mag sein, aber uns bleibt keine andere Wahl. Ihr dürft nicht gesehen werden. Und nun geht, bevor sie sich treffen. Berichtet mir später, was ihr in Erfahrung gebracht habt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Passt auf euch auf. Und ich würde sagen, bevor wir uns diesem Auftrag flüstern im Dunkeln ansehen, werde ich mal eine kleine Pause machen. Ihr seht das Ganze dann in der nächsten Folge, wenn wir uns an den Sarg der guten Mutter der Nacht
schleichen und uns der Exkremente. Nein, was sage ich denn hier? Der verwesten Extremitäten aneignen. Naja, man sieht sich dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.